Folge Nummer 47 von City Skylines mit dem DLC Snowfall und wir sind im Berchtesgadener Land. Na, was haben wir denn hier für Probleme? Ja, letztes Mal hatten wir hier solche Sachen weggemacht. Warte, da müssen wir rein. Jetzt wird es nicht angezeigt. Wo ist denn bitteschön dann jetzt hier das zum Abreißen? Ah, da. Okay, dann machen wir das gerade noch weg. Alles gut, ne? So, und was jammern die hier unten jetzt? Ausmachen. Nicht genügend Kunden. Auch nicht. Nicht genügend Verkaufswaren. Verkaufswaren. Mehrere Probleme. Okay, nicht genügend Kunden. Und Dinge. Das heißt, wir müssten hier Wohngebiet haben. Wie sieht es denn hier aus mit... Ah, da ist alles Öl. Okay, da ist schon zu Ende. Hier gibt es ein bisschen Wald, aber da kommen wir sowieso nicht hoch, weil sehr steil. Kann man hier was machen? Da oben ist... Also hier könnte man vielleicht ein bisschen was bauen. An Straßenhäuser. Erstmal eine Straße. Das ist schon richtig ausgewählt, aber wir brauchen hier eine einfache Straße, wenn. Und zwar... Ist das eine Autobahn? Ja, ne? Dann lass uns mal gerade erst eine Abfahrt basteln. Ja, ne? Kriegen wir das da wieder hin? Okay, das ist jetzt hier wahrscheinlich schwierig. Ah, warte mal, das wäre möglich gewesen. Aber das bringt mich nicht weiter, ne? Warte mal, lass mal hier einen höher machen erst. Nein, das funktioniert so nicht. Dann lass das mal so machen. Das geht. Das ist schon mal gut. Und hier müssen wir dann irgendwie runterkommen. Das mag er nicht. Das ist schon mal wieder doof, ne? Ja. Ja, so wie es aussieht, funktioniert das hier alles nicht. Das ist auch Quatsch, ne? Mach das weg. Und gucken wir mal, ob wir das noch einfach so hinkriegen. Ne, will er nicht. Ich glaube, da müssen wir weiter hier unten raus. Das heißt, das kann da auch weg. Funktioniert auch nicht. So. Okay, hier unten ist ja eine Abfahrt schon, ne? Ja, ist schon verdammt steil, ne? Hier ist die einzige Stelle, wo ich sagen würde, das könnte gehen, ne? Dann... Legen wir mal los. Und da geht's. Und die gleiche Sache machen wir hier. So, das ist schon mal gut. Und jetzt bauen wir eine Straße. Zweispurig mit Bäumen, die hier abgeht.
Kriege ich das jetzt runter? Wahrscheinlich nicht, ne? Muss ich aber. Boah, geil, oder? Okay. So geht's, ne? Sehr schön. So, dann kriegen wir das hier unten auch noch weiter gelegt. Gut. Haben wir hier unten, können wir noch ein bisschen mehr machen, würde ich sagen. Einmal so. Gehen wir da rüber oder gehen wir nicht rüber? Das ist die Frage, ne? Ja, will er nicht so, ne? Wie ich das will. Dann können wir das letzte Stück auch wegschmeißen, wenn das nicht geklappt hat, ne? Dann schmeißen wir das nochmal weg hier. Dann auf ein neues nochmal. Bagger weg. Na. Ort ist bereits belegt. Ja, ich will den auch nur darüber bauen. Geil. Gut, und dann wieder da runter. Ja, haben wir erstmal, ne? Oder? Nein, machen wir hier gerade zu Ende, weil wir bauen nur noch eine Schleife. Warum will er da jetzt nicht? Entfernung zu gering. Okay, jetzt geht's. Kriegen wir das denn hier irgendwo wieder dran? Nee, ne? Hier oben noch was? Okay, da haben wir irgendwie eine Serpentine hochgebaut. Probieren wir hier weiter zu bauen.
Okay, da ist eine Stromleitung. Das ist schlecht, wenn da eine Stromleitung ist. Die müsste weg. So, jetzt müssen wir noch mit dem Strom nochmal gucken. Dass wir den wieder dahin kriegen, oder? Obwohl, brauchen wir nicht, weil die haben Strom von da und die haben Strom von hier unten, oder? Ja, brauchen wir gar nicht. Gut, ja, man könnte es jetzt so machen, ne, wenn es denn geht. Ja, mach so und ist alles gut, oder? Da ist kein Ende, ist klar. Wie sieht es da mit Wasser aus? Ist fast gegeben. So, dann können die da auch bauen. Okay. Machen wir mal so, dann so. Passt erst. Fertig. Jetzt haben wir auch Wasser. Soll erstmal reichen, oder? So, jetzt brauchen wir Wohngebiet. Oder? Ja, eigentlich schon, ne? Haben wir einen Anschluss? Ja, wir haben Anschluss. Hier werden schon Häuser gebaut. Glaub nicht, ne? Aber wir machen hier mal das alles hin, hier nicht. Passt schon mal. Da können die hin. Da lassen wir wegen Straße frei. So, dann haben wir hier schon mal was sitzen. Also was, das hier unten machen wir weg. Da machen wir mal ein paar Geschäfte hin. Dann sitzt das auch. Gut. Und hier machen wir das auch noch auf der anderen Seite. Oh, Gewitter. Und hier gibt es noch Geschäfte. Häuser zum Wohnen. Aber hier unten ist ja eigentlich Industriegebiet, ne? Hm. Wie sieht's denn da aus? Da ist schon das Öl alles. Ja, ist ja eigentlich auch doof, ne? Jetzt bauen die da schon. Dann ist das so. Kommerz ist gefragt. So, da ist der Kommerz. Hier machen wir ihn auch noch hin. Dann geht das erst. Hier kann auch Kommerz hin. Wo es von der Bahn runter geht, ne? Haben die da Wasser? Ne, die haben da kein Wasser. Sieht es mit Strom aus? Haben die auch noch nicht. Sollte da unten irgendwann erscheinen. Ja, Ölindustrie ist hier gefragt, ne? Mhm.
Haben wir schon alles abgedeckt. Dann würde ich sagen, müssen wir hier doch tatsächlich ein bisschen Industrie reinmachen, ne? Die beiden machen wir auch noch blau. Und hier geht es einfach mit Gelb weiter, ne? So, lassen wir es erstmal. Und dann gucken wir, wie sich das entwickelt, oder? Dieses neue Gebiet. So, hier sind Leute weggezogen. Da können wir den Bagger rausholen. Dann machen wir gerade das hier an und dann den Bagger. Das ist am einfachsten. So sieht es doch gut aus. Da ist alles prima. Hier ist niemand, der wegzieht. Geht erstmal, ne? Hier ein bisschen was wegreißen. Das ist sauber. Hier hinten gibt es auch noch einiges wieder. Zu wenige Arbeiter wahrscheinlich ist es hier, ne? Oh, ich glaube, da habe ich jetzt gerade eine Straße erwischt. Ah, so ein Shit. Jetzt müssen wir da die Straße schnell reparieren. Vierspurig mit Mittelstreifen hier im Industriegebiet. Jetzt passt es wieder. Glück gehabt, ne? Okay. Hier ist ein ordentliches Feuer zugange. Gibt es auch Feuerwehrautos, die das löschen? Da, ne? Oder? Löschwagen, ja. Okay. Das ist der Wald. Der ist schon mal weg hier, ne? Ja, der wird halt gelöscht, ne? Wenn da gelöscht wird, ne? So. Da oben ist noch einer. Jetzt haben wir einiges weggemacht erstmal, ne? Was ist mit dem da? Kein Platz mehr, also muss die Mülldeponie geleert werden. Oh, ja, wir müssen nächstes Mal nach diesen ganzen Symbolen noch gucken, was da gerade so alles war. Hier sieht erstmal alles gut aus. Ja, im Großen und Ganzen ist ganz gut, läuft, ne? Wie ist denn unsere Zahl hier? 12.000 plus. Leute kommen auch noch, wir haben 32.000, Werkstatt wächst noch. Alles ist noch gut. Hier ist ein Brennpunkt, ne? Mit Feuer vor allem. Da müssen wir gucken, dass wir nächstes Mal hier irgendwie gucken, dass wir da eine Feuerwache hinkriegen oder sowas. Gut, würde ich sagen, soll es für die Folge erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne das Kommentarfeld nutzen und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis dann. Ciao.